diese sogenannten Krisenzuschüsse oder Stabilisierungsbeträge, die sie geliefert haben, sind ja weiter nichts als künstlich geschaffenes neues Geld. Und diese Bilanz erreicht eines Tages Ausmaße und in nicht allzu ferner Zukunft, dass auch die FED hat ja nur noch ein Eigenkapital von vielleicht 1% und der Rest sind Schulden und Verpflichtungen. Und alle Schulden erreichen irgendwann einen Tag, bei dem der Gläubiger kommt und sagt, jetzt ist es genug. Jetzt kommt der Tag der Abrechnung, jetzt ist Schluss, jetzt wird zurückgezahlt oder ausgeglichen. Der Englisch Day of Reckoning oder der Tag der Glattstellung und Abrechnung. Niemand, ein Privatschuldner kann lange Zeit Schulden machen, aber nicht für immer. Und eine Firma kann noch länger Schulden machen, insbesondere eine große, noch länger. Und ein Land noch wesentlich länger, aber keins von diesen dreien für immer. Es kommt irgendein Punkt, wo Schulden bedeutet ja, dass es auf der anderen Seite einen Gläubiger gibt. Und der wird eines Tages die Notleine reißen und sagen, jetzt ist Schluss, das war's. Und wenn das passiert, es gibt einfach einen Zusammenbruch des Währungs- und Finanzsystems und damit des Wirtschaftssystems. Im Augenblick haben wir einige Vorbeben schon gespürt. Und die Wirkungen sind immer dieselben, wie sie in der Geschichte immer gewesen sind. Es gibt nur drei Alternativen. Das eine ist, entweder haben wir einen offenen Staatsbankrott, wie 1948 in Deutschland, dann ist in 24 Stunden sind alle Konten auf Null und alles Papiergeld ist auf Null und dann fängt alles von vorn an. Das bedeutet, mit anderen Worten, die Totalenteignung der Bevölkerung. Dann gibt es die zweite Alternative, das ist die Hyperinflation, die geht nicht so schnell, die dauert länger, vielleicht ein, zwei Jahre. Das Endergebnis ist genau das gleiche. Alle Konten gehen auf Null, alles Bargeld geht auf Null. Und das dritte ist Krieg. Weil im Krieg werden die Herrschenden, wer immer es ist, ihre Hälse retten, indem sie sagen, irgendjemand ist der Sündenbock und ist schuld an etwas, nicht wir. Und im Krieg hat auch keiner großes Interesse mehr an Inflation und Währungsreformen und Verlusten und finanziell. Da geht es nur noch ums Überleben, ums Essen und eben kriegerische Handlungen, ob die Familienmitglieder noch leben und ähnliches. Das sind die drei Alternativen. Eine weitere wäre eben noch die Zauberfee, die goldenen Locken rauft und den Zauberstab schwingt und alles ist wieder normal. Bloß diese goldenen Zauberfeen sind außerordentlich selten geworden. Das sehe ich als vierte Alternative nicht. Nur eine der drei anderen. Hyperinflation, offener Staatsbankrott oder Krieg. Was in allen drei Fällen, das Ergebnis ist das gleiche. Im Krieg ist natürlich noch schlimmer, weil noch persönliche Verluste dazukommen und Menschen umkommen. Aber sonst, denken Sie dran, jedes Papiergeldsystem, was nicht gedeckt worden ist, bricht unweigerlich zusammen. Jedes. In den letzten 5000 Jahren gab es keine einzige Ausnahme. Die Chinesen hatten vor etwa 4000 Jahren schon zweimal Papiergeldwährung, sie sind auf Null gegangen. Das gleiche Schicksal mit den Dollar ereilt und den Euro und irgendeine Währung, die nicht gedeckt ist. Alle. Die Deutschen hatten in den letzten vielleicht 150 Jahren bestimmt schon 4, 5 verschiedene D-Marks. Rentenmark und Reichsmark und Kaisermark und diese Mark und D-Mark und noch irgendwas. Sie sind alle fort. Nichts mehr da. Keine. Also es bleibt dabei, alle Papierwährungen brechen zusammen. Immer. Es sei denn, sie sind durch Gold gedeckt, wie zum Beispiel der amerikanische Dollar bis 1914 war, wie der Schweizer Franken bis vor vielleicht 20 Jahren oder etwa gewesen ist. Die Schweiz dürfte einigermaßen gut dabei rauskommen, denn sie hat immer noch ungefähr um die 1100 Tonnen Gold und da das Frankenvolumen relativ gering ist im Vergleich zu Dollar- und Eurovolumen, wäre es möglich, das durch Gold noch abzudecken, per Volksabstimmung meinetwegen, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn das der Fall wäre, würde der Franken relativ wenig leiden. Auf der anderen Seite hat die Schweizer Nationalbank ebenfalls ungeheure Dollarmengen. Ich kenne die genauen Mengen nicht, spielt auch keine Rolle. Fällt der Dollar und bricht der zusammen, werden alle Zentralbanken weltweit in diesen Strudel gezogen, weil dann ihre Dollarreserven auf Null gehen. Dann ist diese Bank dann schon halbwegs vermögenslos. Also da in dieser Finanzsphäre wird das Ganze mit massiv ausbrechen und beginnen. Das wäre also die echte Krise, die hat natürlich dann wirtschaftliche und menschliche Auswirkungen enormen Ausmaßes. Wir haben das mehrere Male erlebt, wie gesagt, Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg,
Das ist natürlich immer sehr unangenehm. Die Arbeitslosenzahlen gehen dann in gigantische Höhen vorher mit allen Wirkungen. Die sozialen Spannungen steigen halt gewaltig, wenn das der Fall ist. Weil, nochmal, jeder Schuldenstaat bricht irgendwann zusammen, unausweichlich. Allein die ganz einfache Tatsache wird dafür sorgen, dass das Ganze fällt. Das besteht darin, dass die staatlichen Schulden wachsen, exponentiell, aufgrund des Zins- und Zinseszinsgesetzes. Wer sich damit nicht beschäftigt hat, dem sei hier nur einfach gesagt, es ist so, Sie können sich darauf verlassen, es war in der Vergangenheit immer so. Die Schulden wachsen und wachsen, immer weiter. Und der Punkt wird bald erreicht, den Point of No Return haben wir schon in den 70er Jahren überschritten, jetzt kommt bald der Point of Finish. Und das bedeutet, dass die Staaten nicht mehr genug Steuereinnahmen haben, um ihre Zinsen für die Schulden zu bedienen. Dieser Faktor allein genügt. Dann genügt ein weiterer Faktor, der jetzt die Leute sich, den normalen Menschen überhaupt nicht klar ist. Für einen Dollar oder Euro an realer Produktion, dass irgendwo ein Mehrwert von der Industrie oder der Wirtschaft geschaffen wird, muss entlang der Wertschöpfungskette, vom Rohmaterial bis zum Endprodukt, müssen 6 Euro oder 6 Dollar neue Schulden aufgenommen werden, also Kredit aufgenommen werden. Kredit bedeutet Schulden. Ich kann also unmöglich einen Würstchen guten Verkäufer haben, der vorn für 1 Euro ein Würstchen verkauft und hinten gleichzeitig für 6 Euro neue Schulden macht. Dieses System ist automatisch zum Tode verurteilt. Man braucht nicht die geringste Intelligenz, das weiß ein Schulkind im Alter von 5 Jahren oder sowas. Wenn ich vorne 1 Dollar verkaufe und hinten gleichzeitig 6 Dollar neue Schulden mache, wie lange geht das gut? Und das ist im Augenblick unser Wirtschaftssystem im Westen.